Aufmerksamkeit, sehr schön. Willkommen zum Stanrant. Japan, wir lieben dich. Nicht nur wegen deinem krassen Scheiß wie Tentakelporno und Sushi, aber auch wegen deinen TV-Shows. Sehr viele westliche Sendungen basieren nun mal auf der japanischen Sendung. Und ich habe für euch mal die krassesten ausgesucht, die ich so kenne. Ich war selbst noch nie in der Bibliothek. Wozu auch? Im Internet findet man alles, was man braucht. Alle Bücher, alle Informationen bei Wikipedia. Und mit STRG finde ich die Information auch ganz schnell. Aber wenn ich mir diese Szene so anschaue, dann würde ich sagen, habe ich doch sehr viel verpasst. Und ich glaube, ihr auch. Oh Mann, fängt gut an. Im Krankenhaus war ich eigentlich auch noch nie, muss ich auch bisher noch nicht, und in einem MRT in die Röhre reingeschoben zu werden, ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Und wenn ich mir diese Sendung so anschaue, will ich da eigentlich auch gar nicht hin. Ja, tjuka, mo in chan no, ore wa. Wrestler sind ja schon ziemlich harte Kerle, oder? Die sprühen quasi vor Testosteron und wenn die kämpfen, spritzt das auch nur so aus ihnen heraus. Aber dieser hier, der hat den härtesten. Oh Mann, das kriegst du nie erklärt, warum du den in deinem Video hast. Haruge ist ein japanischer Wrestler als auch Comedian und die Figur Haruge hat er sehr erfolgreich auf die Beine gestellt. Dadurch ist er auch ziemlich berühmt geworden. Sozusagen der japanische PewDiePie. Ich habe lange überlegt, ob ich die nächste Sendung reinnehmen soll, aber ich brauchte einfach zwei richtig kräftige Persönlichkeiten und in dieser Sendung habe ich die gefunden. Bei der nächsten Sendung ist das einfach nur eine klebrige Angelegenheit und nachts will ich diesen Vollspacken auch nicht voll begegnen. Schaut rein. Und als letztes haben wir natürlich den Klassiker unter den TV-Serien. Alle basieren quasi darauf, ihr kennt es bestimmt. Aufgrund dieser Serie kam so ein Rotz raus wie Wipeout oder The Biggest Loser oder was, wie viel auch immer es gab inzwischen. Aber das ist die Mutter aller TV-Sendungen und ihr kennt es bestimmt. Schaut mal rein. Macht seinen 5 Kandidaten den Ernst der Lage klauen. Es geht um alles. Er steht nun mit seinen 5 verbliebenen Mitstreitern der noch vollständigen Mannschaft des Fürsten gegenüber. Immer gerne genommen wird die traditionelle Taktik. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt mal auf das Däumchen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert mich mal irgendwo hier. Und zu der letzten Folge, da ging es eigentlich nur ein bisschen Gequatsche, findet ihr hier. Und ich sehe euch in der nächsten Folge.